Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich riesig über eine Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt dieses Video. Ich würde sagen, schauen uns jetzt den Item-Shop an. Und ihr könnt natürlich auch gerne noch den ersten Link in der Videobeschreibung auschecken. Dort kommt ihr zu meinem Twitch-Kanal. Heute werden wir nämlich wieder den Solo-Plattform-Cup spielen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Das Ganze beginnt ab 18 Uhr. Ich werde allerdings wahrscheinlich schon früher streamen. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Heute haben wir den Leviathan-Skin. Als erstes dann die globale Hacke, dann die Kalmar-Keule, dann die Planetensonde und das war's dann mit dem ersten Set. Dann haben wir als nächstes den Beef-Boss-Skin, war schon seit einer etwas längeren Zeit, glaube ich, nicht mehr im Shop. Dazu die Bredlingsklatscher-Spitzhacke und die fliegende Untertasse als Gleiter. Dann haben wir als nächstes den Aura-Skin, ist bei relativ vielen Pros und generell relativ vielen Spielern, die etwas schwitziger wirken wollen, ziemlich beliebt. Ich würde ihn mir deshalb immer nicht kaufen, weil ihn eben halt wirklich sehr, sehr viele tragen. Ist trotzdem eben halt ein ziemlich nicer Skin. Die männliche Version davon spielen tatsächlich im Vergleich dazu ziemlich wenige. Das heißt, wenn man einen selteneren Skin spielen will, dann auf jeden Fall die männliche Version. Allerdings würde mir die persönlich auch nicht ganz so gut gefallen. Dann haben wir als nächstes den Spielzeugtrooper in grün, grau und rot. Dann Plastikpatrouille auch in grün, grau und rot. Dazu dann die Plastiklackierung, eine grüne, graue und rote Variante. Für 400 V-Bucks auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Dann haben wir den Cloaked Shadow, ist auch ein nicer Skin. Als nächstes die Arktis-Assassinen. Dann haben wir heute neue Mecha-Muster mit so ein paar LEDs, die hier im Prinzip rübergehen. Allerdings nichts wirklich Besonderes. Dann voll ablachen. Absolute Emote zum Triggern. Dann den Schrittwechsel-Emote. Und Einklang zu guter Letzt. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.